Hey ho, meine Lieben, zweite Runde hier und letzte, leider, machen wir heute schön Strauß. Also kein Blumenstrauß, sondern Vogelstrauß. Ganz Besonderes. Ja, habe ich letzte Woche noch in Straußenfarm Donau-Moos oder wie sie heißt geholt. Nicht gerade günstig, aber mit Sicherheit wieder lecker. Ich habe es ja schon mal gehabt, das Fleisch. Manu wollte es unbedingt probieren. Und habe gesagt, gut, da hole ich was. Und da wir ja zu den Pfälzis sind, die freut es bestimmt auch mal was anderes zu haben. Ja, ein schönes Steak und zwei schöne Filetstücke. Die habe ich vorher schon mariniert. Ein bisschen. Da gehen wir jetzt im Anschluss nach der Marinierszene gleich hinaus am Grill. Das wird auf dem Gasgrill gemacht, auf dem Seitenkocher bereitet dann nebenbei Manu ein paar Baked Beans zu. Ja, und das ist dann unser Essen heute. Reicht vollkommen, denke ich ja mal. Und lasse die Spiele beginnen. Jo. Genau. Jo, hier haben wir unser Straußenfleisch. Packen wir gleich aus, dann seht ihr das. Aber zuallererst fange ich jetzt einmal an, die Marinade zu machen. Dazu habe ich eine Quetschzitrone, wie ich so schön sage, ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin, getrocknet, gerebelt. Eine Knoblauchzehe, die werde ich gleich noch klein machen, werden wir wahrscheinlich pressen. Ein bisschen Olivenöl, Bratolivenöl, ja, Olivenöl ist Olivenöl. Bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. Jetzt mache ich aber zuerst die Knoblauchzehe, quetsche die hier gleich rein. Die Knoblauchpresse bitte. So. Ich setze mal die Brille auf, vielleicht sehe ich dann noch was. Ja. Geh jetzt runter. Jetzt haben wir heute schon wieder Knoblauch. Ja und? Bin ich jetzt deppert oder was? Was habt ihr hier für einen Knoblauch? Frisch. Das ist ja Mutantenknoblauch. Der ist zu frisch. Der ist zu frisch? Mhm. Macht nichts. Dann probiere ich mir einen ab. Ich hätte auch einmal draufhauen können, dann wäre die Schale leichter abgegangen, aber da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. So. Dann so. Pressen wir hier einmal unseren Knobi durch. Das Geflüster und Gemurmel hört man nachher alles im Video, gell? Nur zur Info. Ach, so. Das war's schon wieder hier. Dann tun wir von der Quetschzitrone was rein. Und die ist noch gar nicht offen, gell? Mhm. So, das muss reichen. Ein bisschen von dem Thymian. Also ich mache jetzt wieder Freigefühl. Rosmarin ist komplett klein gepudert. Ich glaube, das
reicht. Dann eine schöne Prise Pfeffer. Weil es so schön war, noch eine zweite. Ein bisschen Salz. Den brauchen wir erst nachher. Nehmen wir einen Löffel zum Verrühren. Kurz und dann schütten wir ein bisschen Öl mit dazu. Groß, klein. Egal. Ja. Und dann verrühren wir uns jetzt einfach zu einer verrühren zu einer Marinade. Ich hätte es natürlich jetzt auch in einem Becherle machen können oder so. Wäre es mit den Verrühren einfacher gewesen, aber Leute, ihr kennt mich. Ich versuche immer so wenig wie möglich an Material zu verwenden. Wegspülen und so. Ja, und hier schicken wir gleich unseren Strauß zum Baden. Ich mache hier jetzt schnell Ordnung. Und dann packt man Strauß aus. Und jetzt ist der Löffel reingefallen. So, dann wollen wir mal das Ding auspacken. Straußeneiland, Straußenfilet. Ja, dazu sage ich jetzt gar nicht so viel. Straußenfleisch ist mittlerweile wirklich sacketeuer. Ja, genau. Aber egal, wir wollten was Richtiges, richtig Leckeres mitbringen, was absolut Außergewöhnliches. Und fertig. So. Wie viel hat es? 650 Gramm dieses Steak? Na, komm jetzt raus. Feigling. Also das ist schon ein rechter Oschi, muss ich schon zugeben. Geil. In der Mitte ist es sehr dick, am Rand ziemlich dünn, aber irgendwie werden wir das nachher dann schon hinbringen auf den Grill. Dann zwei Straußenfiletstücke. Die behandeln wir jetzt ganz einfach wie das Steak. Kommt genauso mit auf den Grill. Und gut ist, aber schöne Stücke sind, da kann man echt nichts sagen, oder? Doris, was meinst du dazu? Mir ist super. Super schönes Fleisch. Und das ist ja was, Leute, das isst man nicht jeden Tag. Deswegen ist das für mich jetzt auch vollkommen in Ordnung. Muss ich mir erstmal Hände abspülen. So, weiter geht's schon. Und hier einfach eingelegt und dann pinseln wir das Fleisch hier einmal sauber ein. Nehme ich jetzt einfach hier die Zange, damit ich nicht wieder da reinlangen muss. Dies
Seite sieht schon gut aus. Und die Filetstücke genau dasselbe Spiel. Das war übrigens mein Mitbringsel. Ja, wer Livestreams anguckt, weiß da Bescheid. Was mir jetzt allerdings schon auffällt, mit der Marinade, mit der Zitrone drin, ich weiß nicht, an was es liegt, kriegt das Fleisch eine leichte gräuliche Färbung. Das ist die Säure. Wer da vielleicht einen Plan hat, wieso, weshalb, warum genau, kann das gerne in die Kommentare drunter schreiben. Ich weiß es nicht. Ja. Und das decken wir jetzt nochmal ab und dann darf das ja, in der Marinade noch ein bisschen da drin ausruhen. Wir werden es zwischendrin eventuell nochmal umdrehen und nochmal nachpinseln, bevor es dann draußen am Grill geht. Dazu gibt es, wie schon rein theoretisch gesagt, Baked Beans. Ja, genau. So einfach machen wir das heute. Also wie gesagt, wir sehen uns dann draußen am Grill. Duftet echt gut. Hat Manu auch gerade gesagt. Ja. Ja, also, dann machen wir hier mal auf. Oh, unter voller Hitze, Volllast. Legen wir jetzt die Filetstücke und das Steak mal hier drauf. Hui! Hui gut! Ja. Und toasten die richtig schön an. Danach stellen wir den Grill natürlich runter und tun es dann oben rein zum Fertiggaren. Begeistert. Ja, jetzt müssen wir. Kein theoretisch darum, dass man es legen muss. Oder? Soll ich alles machen? Ja, hau rein. Das
Ja. Ich komm mal raus. Anne, hast du auf der Seite die Brenner auch an? Nur von Schmack. Weil die kann man eigentlich schon ausmachen, dass wir dann bloß noch die anhaben. Gut. Ja? Dann legen wir die hier im indirekten Bereich sozusagen. Läuft das Wasser schön im Mund zusammen, Leute. So, alle Brenner komplett runter, also bloß noch die drei auf der Seite. Der brennt ja auch noch. Den machen wir, glaube ich, ganz aus. Dass wir jetzt bloß noch die Brenner hier auf kleiner Stufe haben. Und so lassen wir es jetzt noch ein bisschen ziehen und messen nachher mal die Kerntemperatur. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie der Strauß dann innen aussieht. Wenn er nicht ganz durch ist, ist es perfekt. Wenn er ganz durch ist, Pech gehabt. Was machen deine Böhnchen da hinten? Die sind offen. Schon fertig. Ich tue nur ein bisschen erwärmen. Gut. Ja, dann hole ich mal ein Thermometer und messe mal dann die Kerntemperatur in ein paar Minütchen. Ja, dann gucken wir weiter. So Leute, ich habe jetzt ein klein bisschen wieder hochgedreht und die Fleischstücke noch darüber, weil ja, 40, 50 Grad sind wir doch ein bisschen zu wenig KT. Ja. Warten wir es noch ab kurz. Was haben wir mittlerweile mit dem KTO-Meter messen? Ja, langsam wird es, aber die Filetstücke kann ich eigentlich gleich wieder rüberlegen. Aber es wird. So, kurzer Zwischenstand. Ja, ein paar Minuten später, die Filetstücke habe ich wieder rübergelegt. Das darf noch ganz kurz, in der Zwischenzeit tue ich schon mal die Kamera rüberräumen und ja, dann hole ich das Fleisch. Tja, also ich würde doch mal sagen, die sehen richtig lecker aus. Wir fangen jetzt mit den Filet an und fressen uns bis zum Steak durch. Schneiden wir hier jetzt einfach mal das Filet an. Och, das sieht doch noch recht gut aus. Na. Schaut euch das an. Also da kann man, glaube ich, absolut nicht jammern. Salz vielleicht bitte noch, falls jemand nachsalzen möchte, so wie ich wahrscheinlich. Weil das weiß ich jetzt schon, dass ich nachsalz.
Pistole nicht. Dann nehmen wir unser Portionchen. Du kannst gleich weitermachen. Oh, es klebt. Das war mir klar. Einfach weiterreichen oder Teller reichen. Teller. Ja, ich habe mein Tellerchen und ja, Probiererchen. Baked Beans, ganz einfach die aus der Dose. Ein bisschen frischen Schinken oder Speckwürfel dazu. Zwiebeln noch ein paar mit angebrutzelt. Leute, die Dinger sind einfach gigantisch. Ja. Ganz minimal. Ganz minimal, dass ihr ein bisschen Salz noch drauf tut. Abbleiben. Tja, wie kann man so einen Vogelstrauß-Geschmack beschreiben? Lecker. Lecker. In leichter Wildgeschmack schmeckt man aus. In leichter Wildgeschmack ist drauf. Ja. Leichter Wildgeschmack, ja. Aber man könnte nicht sagen, dass es jetzt eine Geflügelart ist. Das ist tatsächlich. Aber alle werden lecker. Ich hole euch wieder dazu, wenn wir dieses Steak anschneiden. Sieht zwar eher aus wie ein Braten, aber... Ja, und schon bin ich wieder fast zu voll, dass ich nochmal aufstehe. Die Filetstücklein sind verdrückt. Und jetzt widmen wir uns dem Okolyten. 1, 2, 3. Nee, wir 4 brauchen wir. Schneiden wir auch wieder schön von der Seite an. So. Ich weiß jetzt bloß nicht, ob ich quer zur Faserrichtung geschnitten habe oder längs. Ich da ja vorher markieren können. Ja, das ist mir wurscht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gegessen wird so oder so. Ja. Und ich denke doch, das werden wir vielleicht sogar wirklich alles heute verdrücken. Bin wirklich gespannt. Du verteilst wieder? Ja, ich verteile wieder, komm. Na, bitteschön. Dankeschön. Und jetzt bin ich ja wirklich gespannt, ob es da geschmacklich zum Filet irgendwie einen Unterschied gibt. Deine Frau.
Reichen wir noch so. Doch. Das ist ja jetzt eigentlich der direkte Vergleich. Also ich glaube, ich habe es längst der Faser aufgeschnitten. Gut. Richtig lecker. Ja, auch ein leichter Wildgeschmack. Ein Hauch anders als Filet. Absolut nichts Vogelhaftes an sich. Richtig geiles Fleisch. Hm? Wir essen aber jetzt erst einmal fertig und nachher machen wir dann noch zusammen das Abschlussfazit. So, Fazit. Bevor es zum Regnen anfängt wieder. Ah, Leute, ich sag's euch, so lecker. Kann einfach sein. Aber juhu! Aber geil war's. Aber es war einfach nur also, saulecker. Ein Fleisch, nicht zu vergleichen mit Rindfleisch. Ja. Und schon gar nicht, was Geflügel betrifft. Nein. Ein leichter Wildgeschmack kam hervor, ja, aber genau. Ganz dezent. Ich fand aber, das Filet hat mehr nach Wild geschmeckt als jetzt das Steak. Möglich, aber man hat sich schon an den Geschmack gewöhnt. Das kann sein, dass das uns dann gar nicht mehr so aufgefallen ist. Hm. Könnte sein. Also, ist jetzt meine Meinung. Ja. Also, ich finde, es war ein interessanter Geschmack. Es war mal was ganz anderes. Obwohl es so gut wie gar nicht gewürzt war, nur minimal ein bisschen mit dem eigenen. Bisschen mariniert. Ja, es war nicht lang, also nichts Durchgezogenes. Die Maserung fast ähnlich wie Rind. Zum Teil ein bisschen ist mir es vorkommen, aber nicht genau wie Rind, aber es hat überhaupt nichts mit dem Vogel zu tun. Ja. Und der Geschmack war wirklich interessant, das rendiert sich, das kann man mal probieren. Jo. Oder zweites, drittes Mal, ja, je nachdem. Also Strauß ist wirklich eine Empfehlung wert. Ja. Auch wenn es kostenintensiv ist, aber das steht auf einem anderen Blatt. Richtig. Lecker ist es. Tut in den Garten einen Vogel Strauß rein, dann habt ihr Zeit lang was zum Essen. So einfach. Und riesige Eier. Jo. Ja, Frühstückseier verpackt. Ja. Es war wieder schön hier. Freut uns. Das nächste Mal müsst ihr kommen. Ja. Gärtel haben wir ja jetzt. Ja. Dann ärgern wir dich bei dir. Ja, und nicht bloß hier. Ja. Ja, Leute, in dem Sinne, sag mal Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Rennst du schon wieder in die falsche und ein Richtung? Däumchen. Hallo. Ich will dich doch wieder mitnehmen.